So, liebe Freunde, wenn auch ihr dieses Video ohne Socken schaut, schreibt mal Juhu in die Kommentare! Einen wunderschönen Freunde der Sonne und willkommen zu einem neuen Chivos Kitchen! Juhu! Da sich unser lieber Freund Steven Jerry unter dem letzten Video Quesadillas gewünscht hat, dachte ich, passend zur Niederlage von Deutschland gegen Mexiko, machen wir mal etwas Mexikanisches. Und zwar Quesadillas. Was hast du denn hier Leckeres vorbereitet, Baby? Früher habe ich das sehr oft gemacht. Tatsächlich habe ich das die letzte Zeit irgendwie vernachlässigt. Aber zum Glück hat mich der Steven Jerry daran erinnert. Dazu braucht ihr eigentlich nicht viel, außer Quesadillas, also Wraps, Paprika, schwarze Bohnen, Mais. Mein Geheimrezept ist, mach immer diesen Ananas-Frischkäse rein. Normalen geriebenen Emmentaler, Cheddar-Käse und Champignons. Das ist jetzt meine Idee, aber ihr könnt grundsätzlich Quesadillas mit allem füllen, was ihr gerne mögt. Also alles reinhauen und es geht ganz einfach. Das sieht aber gut aus. Oh ja, sieht nicht nur gut aus, schmeckt auch übertrieben, weil ich habe schon ein bisschen genascht. Ich glaube, der Steven Jerry, der kommt auch noch gleich vorbei. Oh, ich glaube, da kommt er. Er kommt gleich vorbei, der ist schon hier die ganze Zeit, der Junge. Also, falls ihr Bock habt, es nachzukochen, haben wir selbstverständlich in der Infobox einmal das Rezept auf unserem Blog für euch verlinkt. Deswegen guckt gerne vorbei, kocht es nach. Postet es auf Instagram mit dem Hashtag Chibos Kitchen. Und wenn ihr Bock habt, dass ich irgendwas anderes koche, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ihr könnt ja auch mal schreiben, ob ihr traurig wart, dass Deutschland das erste Spiel verloren hat. Ja oder nein? Oder seid ihr tatsächlich Mexikaner und habt euch mega gefreut? Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Und jetzt essen wir erstmal, weil ich verhungere. Also, ciao, ciao.